quanto conta per un giocatore come te vedere questa città, cioè quanto ha contato l'importanza di fascino di Firenze per te, per la tua compagna, per una scelta come questa, che non è poi popolarissima, perché il calcio italiano non è un momento di grandi risultati, però la città, che è molto ambiziosa, quanto ti ha condizionato per la tua scelta? Also das Wichtigste ist der Sport und der Fußball. Und ich liebe es zu spielen und deswegen habe ich mich entschieden, nach Florenz zu kommen, weil ich weiß, dass hier die Möglichkeiten für diese großen Gruppen Fußball zu spielen, dass ich mich hier sehr wohl fühlen werde. Da hat natürlich auch die Stadt eine Rolle gespielt. Der Schritt ist für viele vielleicht nicht so nachvollziehbar oder für viele vielleicht fragen sich, warum von Bayern nach Florenz. Ich habe immer gesagt, dass wenn ich von Bayern München weggehe, das ist der beste Verein in der Welt im Moment für mich. Und es wird, egal wo ich hingehe, ein Schritt zurück sein. Es gab 3, 4, 5 Mannschaften, die vielleicht auf einem Niveau sind mit Bayern München. Aber wenn ich mich für diese Mannschaft entschieden hätte, hätte ich mich immer für Bayern München entschieden, dann wäre ich bei Bayern München. Und das war sicherlich ein Schritt dafür, dass ich das Gefühl zu spielen und Spaß am Fußball haben will. All das wurde mir hier geboten, in den Gesprächen auch haben die Leute mir gesagt. Und natürlich, die Stadt ist wunderschön und das Gerade ist wunderschön, dass das auch eine Rolle spielt. Certamente, la città è fantastica e ha giocato sicuramente il suo ruolo, ma la cosa più importante per me è lo sport. Amo giocare e qui avevo la possibilità di giocare. Se avessi dovuto proprio scegliere, ovviamente sarei rimasto di dovero. Mancava nulla, però infatti molti si chiedono come mai questo passaggio può risultare strano, ma la cosa importante per me è giocare e qui mi hanno dato la possibilità di giocare e ovviamente la Toscana ha il suo fascino, la città ha il suo fascino e gioca il suo ruolo, ma la cosa importante è giocare.